Moin, was geht, Leute? Und endlich. Endlich ist es soweit. Wir können unsere Lieblings-Rainbow Six-Spieler wieder live auf einem LAN-Event sehen. Die nordamerikanische Liga wurde auch weiterhin durchgezogen, aber wir hier in Europa warten seit dem Six Invitational 2020 darauf, BDS und Co. mal wieder in echt sehen zu dürfen. Aber das ändert sich jetzt, denn das Six Invitational 2021 steht direkt vor der Tür. Lange hat Ubisoft darum gekämpft, das Event an die Leute zu bringen. Aufgrund der Pandemiesituation war es ihnen aber nie möglich, alle Teams unter ein Dach zu bringen. Das passiert auch jetzt nicht, denn Wildcard Gaming schaffen es nicht nach Paris. Für die restlichen Teams geht es aber in den Kampf um ganze 3 Millionen US-Dollar. Lasst uns das am Anfang direkt aus dem Weg schaffen. Space Station Gaming hat kaum eine Chance, ihren Erfolg aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Canadian spielt nur noch als absolute Notlösung mit und ist eigentlich schon seit Monaten aus dem Team raus. Bei der NAL kam SSG nicht über das Mittelfeld raus und haben auch beim Six Invitational wieder Dark Zero, TSM und Oxygen Esports vor sich. Sollte es ihnen trotzdem gelingen, sich nach oben durchzuspielen, wäre das größte Upset der Rainbow Six Geschichte. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ihre nationalen Kollegen in den Rang ablaufen werden. Denn Oxygen Esports sind im Höhenflug. FOXA und Co. haben erstmals eine NAL-Stage gewonnen, auch wenn die Ergebnisse am Ende noch ziemlich knapp waren. Dark Zero sind mit einem dritten Platz vertreten und TSM sind am Ende sogar noch aus der Top 5 gefallen. Dafür haben sich zwei kleinere amerikanische Teams weiter vorne platziert, die aber nicht am Six Invitational teilnehmen werden. Das Ergebnis des Six Invitational 2020 war ein Schlag ins Gesicht für die europäischen Teams. Zum ersten Mal seit 2018 konnte kein EU-Team die Trophäe mit nach Hause nehmen. Viel schlimmer war noch, dass die Spieler noch nicht einmal ins Finale kamen. Auf dem vierten Platz waren BDS Esports noch die Besten, aber G2 und die alten Favoriten waren schon früh raus. Unser letzter Stand ist also, dass Nordamerika und Brasilien stärker sind. BDS hat im letzten Jahr aber stark zugelegt und sehr dominiert. Sind sie für dieses Six Invitational eventuell schon besser gerüstet? Chaiko und Co. sind mit dem Wechsel zur EUL-Struktur an die Spitze geschossen. Ein zweiter Platz in der Stage 1, der Sieg beim August Major, dann der erste Platz in Stage 2 und zum Abschluss noch ein zweiter Platz beim November Major. Sehr viel besser hätte es für BDS nicht laufen können. Das neue Jahr haben sie dann mit einem zweiten Platz in der EUL Season 2 angefangen. Ihre einzigen richtigen Gegner, Navi, sind beim Six Invitational nicht dabei. Wenn man sich auf die Resultate der letzten Monate verlassen darf, dann können G2, Empire und Virtus Pro ihnen nicht das Wasser reichen. G2 haben mit Citizen wirklich einen Glücksgriff gemacht. Der Brite ist zum besten Spieler der EUL gekürt worden. Aber sein Team zieht nicht so wirklich mit. G2 haben nur knapp den fünften Platz gemacht. Aber Empire sind noch viel, viel schlechter unterwegs. In der ganzen Stage 1 lieferten sie nur einen einzigen Match-Sieg ab. Nach ihrem ersten Platz beim November Major sind sie abgestürzt und in der schlechtesten Form aller Zeiten. Auf einen Sieg der Russen beim Six Invitational sollten wir uns also nicht einstellen. Zahltechnisch sind die Brasilianer mit den meisten Teams vertreten. FaZe, MIBR, NiP, Liquid, Team One und Furia gehen also auf die anderen Teilnehmer des Six Invitationals los. Der Wettkampf in Brasilien ist hart. Auch beim letzten Six Invitational war das Land mit den Ninjas in Pyjamas im Finale vertreten. Nach einem fünften Platz in der nationalen Liga sind NiP vielleicht nicht mehr in der Lage, das zu wiederholen. Aber dafür sind FaZe und Liquid richtig stark unterwegs. Makers haben im letzten Jahr noch mit der Six Invitational Qualifikation Wellen geschlagen. An Teams wie Navi und Secret vorbei haben sie sich den europäischen Spot erspielt. Die Fans erwarteten danach, sie auch in der EUL zu sehen, wurden aber mächtig enttäuscht. Jetzt kann das Team endlich beim Six Invitational auftreten, aber ihre Glanzleistungen sind schon ein halbes Jahr her. Das gleiche gilt für Altiora, die jetzt unter Parabellum Esports laufen. Das australische Team Wildcard musste seine Teilnahme absagen und Cyclops haben sich 2019 das letzte Mal mit europäischen und nordamerikanischen Teams duelliert. Die größte Frage ist natürlich, wie sich die Regionen untereinander schlagen werden. Klar, BDS mögen einem im Vergleich zu anderen europäischen Teams aktuell wie Götter vorkommen.
Aber heißt das auch, dass sie sich gleich gegen Teams wie Oxygen oder TSM durchsetzen können? Jetzt, wo sich die Regionen unabhängig voneinander entwickeln konnten, kommen sie alle mit verschiedenen Spielstilen zum Event. Es gibt also keine Garantie, dass die Favoriten mit diesem Spielstil dann auch klarkommen werden und das Six Invitational wird wahrscheinlich chaotischer als jemals zuvor. Wie ihr schon merkt, sind hier also sehr viele Fragezeichen vor dem Six Invitational 2021 und so eine richtige Prediction wird man wohl nicht treffen können. Aber da seid jetzt wieder ihr gefragt. Was ist eure Meinung? Wer schafft es am Ende ganz oben zu stehen? Und wird uns jemand überraschen? Wie schlägt sich BDS? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns ein Like und ein Abo da und vielen Dank fürs Schauen des Videos. Haut rein, Leute. Ciao.